Ich darf mich bei Ihnen, Herr Landeshauptmann, ebenso wie bei Frau Reiterer sehr herzlich bedanken für die außerordentlich freundlichen Worte, die Sie für mich gefunden haben. Ich gehöre zu den Menschen, die die Auffassung vertreten, dass der schönste Nachruf nicht so gut sein kann wie ein gutes Wort bei Lebzeiten. Und in der Politik ist das ja so eine Sache. Sie haben, Herr Landeshauptmann, auch die Dienstzeit, die ich absolviert habe, erwähnt. 23 Jahre, als ich zurücktrat, bestand die Republik 43 Jahre, also das war mehr als die Hälfte. Ich meinte, es sei Zeit und ich wurde dann gefragt, warum treten Sie schon zurück? Und dann habe ich dem Betreffenden gesagt im ZDF, damit ich nicht eines Tages von Ihnen gefragt werde, wann ich endlich zurücktreten werde. Aber offen gesagt, das letzte Wort in der Sache meines Rücktritts hat ein Österreicher gesprochen, das war der Özi. Den holte man aus der Gletscherspalte, brachte ihn nach oben, brachte ihn in ein Bauernhaus, heizte den Kamin auf und langsam kam er zu sich, öffnete die Lippen. Die erste Frage war, ist der Genscher noch Außenminister? Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt ist es wirklich Zeit. Meine Damen und Herren, Überraschungen. Es war eine Überraschung für mich, als Sie zu mir gekommen sind nach Wartberg-Pech bei Bonn, um mich einzuladen nach Oberösterreich. Ein lang gehegter Wunsch ging in Erfüllung. Ein guter alter Freund, ein guter Kenner Österreichs hat zu mir gesagt, kennst du Österreich? Ich sage eigentlich ganz gut, sagte, du warst schon Oberösterreich. Ich sage nein, sagte, hast du von Österreich keine Ahnung. Das ist nun heute in Erfüllung gegangen, Herr Landeshauptmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen über Zukunft reden. Ein großer deutsch-jüdisch-amerikanischer Philosoph, Hans Jonas, hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in den 80er Jahren bekommen für sein Spätwerk Prinzip Verantwortung. Und dort macht er uns deutlich, dass in unserer Zeit mit den großen, immer stärker werdenden, auch technologischen Möglichkeiten, die Verantwortung unserer Generation für die Zukunft größer ist als die aller vorher. Verantwortung heißt mehr heute, als Verantwortung für unsere Zeit zu tragen. Wir können die Lebenschancen künftiger Generationen erweitern und wir können sie zerstören. Das ist die Zukunftsverantwortung. Und diese Zukunftsverantwortung stellt sich nicht für ein Land allein, nicht für ein Kontinent allein. Es ist eine von der Menschheit gemeinsam getragene Verantwortung. Wir in Deutschland denken in diesem Jahr natürlich des 20. Jahrestages der Vereinigung unseres Landes, im vergangenen Jahr des Falls der Mauer. Es ist verständlich, dass die Deutschen das zuallererst empfunden haben als ein Ereignis, das uns betrifft. Und das war ja auch so, unsere Hauptstadt war geteilt, unser Land geteilt. Aber natürlich war auch Europa geteilt. In Wahrheit war die Welt geteilt. Und mit dem Fall der Mauer sind wir in eine neue Phase der Weltentwicklung eingetreten. Zwei außerordentlich bedeutende Persönlichkeiten haben das frühzeitig erkannt. Der eine war Michail Gorbatschow, der im Dezember 1988, also fast ein Jahr vor dem Fall der Mauer, in einer Rede vor den Vereinten Nationen von den Zukunftsaufgaben der Menschheit sprach, unabhängig von politischen Lagern, Ideologien für die Verantwortung, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, für die Bekämpfung von Hunger und Not und Unwissenheit, für Abrüstung. Heute würden wir sagen, die globalen Herausforderungen hat er herausgestellt. Und 1990 war es der bei der deutschen Vereinigung für uns so hilfreiche Präsident Bush, der Ältere, bei der Familie muss man unterscheiden zwischen den Generationen, also Bush, der Ältere, der von einer
neuen, ja, ich meine, es gibt ja ein deutsches Sprichwort, das es auch in Österreich gibt, nämlich, dass der Apfel nicht weit vom Stamme fällt. Das wird bei dieser Familie widerlegt. Die, meine Damen und Herren, er sprach von einer neuen Weltordnung, die entsteht. Und das genau ist es, die Herausforderung, vor der wir stehen. Natürlich wird die Welt sich weiterentwickeln, ob wir was dazu tun oder nicht. Aber wie sie sich entwickelt, das ist die Gestaltungsaufgabe. Und das, was hier heute aus der Taufe gehoben wird, wir sollen ja dazu helfen, Beiträge zu leisten, dass diese Gestaltungsaufgabe erfüllt werden kann. Wir werden heute überschüttet mit den Publikationen über die Globalisierung, so als ob die Globalisierung eine neue Erfahrung sei in der Menschheitsgeschichte. Was neu ist, ist das Tempo der Veränderungen in unserer Welt. Aber das Überwinden von Grenzen, das Zusammenwachsen der Menschheit, das ist Teil der Menschheitsgeschichte von Anfang an. Gebirge überwinden, Flüsse überwinden, die weitere Heimat kennenzulernen, zu erfinden, andere Länder aufzusuchen, mit guten und mit schlechten Absichten, Ozeane zu überwinden. Leichtfertig habe ich in einer kleinen Universität im Norden Deutschlands gesagt, man könnte so sagen, dass ein Mann wie Kolumbus eine Art erster Globalisierer gewesen sei. Und da kam hinterher jemand zu mir und sagte, er sei hier der Vertreter des Lehrstuhls für neuere Geschichte. Mit meinem Vortrag sei er im Grunde einverstanden, nur die Sache mit Kolumbus als ersten Globalisierer könne er sich nicht einverstanden erklären. Und da habe ich gesagt, was ist denn für Kolumbus für Sie in Ihrem Bild als Historiker? Da hat er gesagt, ich will Ihnen das ganz offen sagen, für mich ist Kolumbus der erste Sozialist. Und da habe ich gesagt, das müssen Sie erklären. Er sagte, er fuhr los, ohne zu wissen, wohin. Er kam an und wusste nicht, wo er ist. Er kam zurück und konnte nicht sagen, wo er gewesen war. Und das alles mit anderer Leute Geld. Und meine Damen und Herren, wenn wir den falschen Weg beschreiten, wird es keinen anderen geben, der uns die Reise bezahlt. Und deshalb ist die Gestaltungsaufgabe, die vor uns liegt, so groß. Erinnern wir uns nicht daran, dass nach dem Fall der Mauer fast in einem Gegensatz zu Präsident Bush mit der Forderung nach einer neuen Weltordnung ein Buch entstand, in den Vereinigten Staaten ein Bestseller, vom Ende der Geschichte, so als ob es ein Ende der Geschichte geben könnte. Nein, heute stehen wir vor einer Gestaltungsaufgabe mit großen nachhaltigen Wirkungen. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass uns neue Entwicklungen begegnen, die wir als Überraschung empfinden. Das ist völlig richtig. Niemand kann den Ehrgeiz haben, die Zukunft vorauszusagen. Aber er hat schon die Verantwortung, aus der Vergangenheit zu lernen, die Vergangenheit heranzuziehen, darüber zu reden, was die eigene persönliche Aufgabe ist, was die Aufgabe des eigenen Landes ist, der eigenen Existenz, was die Aufgabe für uns als Europäer, für unsere Europäische Union ist. Und hier ist unsere Verantwortung viel größer, als manche meinen, die sich kritisch mit unserer Vereinigung auseinandersetzen. Europa hat gezeigt, dass man aus der Geschichte lernen kann. Die Gründerväter und Gründermütter unserer europäischen Gemeinschaft, die wollten eine Antwort geben auf die Irrwege der europäischen Geschichte, auf die europäischen Bruderkriege, die das 17., 18., 19. und beginnende 20. Jahrhundert bestimmt haben. Und da habe ich noch gar nicht erwähnt, den Vernichtungskrieg Hitlers gegen den Rest Europas. Daraus die